Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal, der heute, ja, wie gewohnt am Ende der Woche hier zu unserer Backtesting-Session mit unserem Haptic Trading System. Ist der Bescheid für alle, die an der Stelle neu sind. Wir machen das jede Woche seit Anfang des Jahres. Findet ihr wirklich jede Woche ein ehrliches, transparentes Video, wo wir uns wirklich jeden Trade anschauen, der sozusagen die letzte Woche mit unserem Trading-System, was wir mit euch auf YouTube geteilt haben, möglich gewesen wäre. Also für alle, die nicht wissen, was für ein System, am besten einfach mal bei uns in der Telegram-Gruppe bzw. hier auf dem Kanal schauen. Da gibt es extra Videos, wo wir wirklich das System, ja, von Grund an sozusagen erklären. Dokumentieren tun wir diese ganzen Trades, wie jetzt sind ja auch noch die Trades zum Beispiel von letzter Woche, die ja sehr stark war, drinne. Ja, dokumentieren tun wir diese ganzen Trades seit wirklich Anfang des Jahres hier in unserem Journal, also in unserem Backtesting-Sheet. Das könnt ihr euch, by the way, auch, wenn ihr selber eigene Dinge backtesten wollt, bei uns alles in der Telegram-Gruppe natürlich kostenlos runterladen. Wir stehen jetzt hier seit Anfang des Jahres mit dem System gesamt bei 641%, was wirklich ultra starkes durchschnittlicher wöchentlicher Gewinn von 4,9%. Das kann man natürlich nicht jede Woche erwarten. Wer jede Woche das gleiche erwarten will, wie gesagt, sage ich immer wieder, ist in einem Angestelltenjob besser aufgehoben. Im Trading ist halt mal so, eine Woche ultra stark, die nächsten Wochen so, ja, lala, vielleicht auch mal wieder eine gute Woche, mal eine negative Woche, und so entsteht halt dieser Schnitt. Im Trading werdet ihr nie diese Konstanz, sage ich mal, erreichen, die ihr vielleicht in einem 9-to-5-Job gewöhnt seid, dass ihr jeden Monat eure, keine Ahnung, 2000 Euro fix bekommt. Hier drüben sozusagen ist dann das Journal, wo jetzt hier alle Trades sozusagen drin sind. Immer wenn ihr so einen Strich dazwischen ist, steht halt für eine Woche. Hier ist die zweite Kalenderwoche, die dritte Kalenderwoche, seht sozusagen wirklich hier von Anfang an die siebte Kalenderwoche. Und wir sind jetzt hier sozusagen, wenn wir jetzt kurz ganz runtergehen, haben wir jetzt letzte Woche die 43. Kalenderwoche gemacht, die wir mit unglaublichen fast 15% abgeschlossen haben. Und jetzt sind wir hier sozusagen in der 44. Kalenderwoche, die wir uns jetzt sozusagen hier in dem Video anschauen wollen. Wie gesagt, komplett transparent jeden Trade, der diese Woche sozusagen möglich gewesen wäre. Also die Woche hat ja angefangen, jetzt die letzte Woche, die 44. Kalenderwoche, mit Montag, 30. Oktober. Wir hatten ja auch Zeitumstellung dann am Wochenende. Genau, so, und das heißt, ich bin jetzt hier im Backtesting schon zurückgegangen. Ich habe die Woche den DAX auch wieder selber nicht getradet, mir selber nicht angeschaut. Ich trade ihn aktuell nicht aufgrund erst von Zeitverschiebung. Mir ist es nicht möglich, die London Session momentan zu traden, weil ich tief und fest schlafe. Und zweitens lässt sich der DAX mit meinem System, was ich momentan trade, nicht so gut handeln, sage ich mal so. Da gehen andere Assets viel besser. Aber trotzdem schauen wir uns, wie gesagt, das System hier an. Also wir fangen ja früh immer gleich an. Wir können auch, by the way, ich weiß nicht, ob ich die hier schon drinne habe. Ich glaube eher nicht. Ah, ne. Na gut, dann lassen wir sie drin, die Trades von letzter Woche. Die stören uns jetzt ja eigentlich nicht. Aber wir fangen ja trotzdem gleich wie jede Woche an, dass wir uns sozusagen erstmal die Liquiditätspunkte einzeichnen, die jetzt hier sozusagen in näherer Umgebung liegen. Wir haben jetzt ja einmal das High der Asia-Session, ist immer extrem wichtig. Dann das High, wie gesagt, für alle, die an der Stelle neu sind, jetzt hier nicht wirklich mitkommen, am besten einfach, wie gesagt, die Videos anschauen. Ich glaube, vor 4 Wochen haben wir das letzte Video hochgeladen, wo wir das System wirklich von Grund auf erklärt haben. Ist wirklich sehr einfach, sehr systematisch. Genau, so die Liquiditätspunkte. Dann gehen wir auf M5, könnten uns jetzt, wenn wir live handeln, oben, unten einfach einen Alarm setzen, warten, bis eine Seite gestreamt wird. In dem Fall können wir jetzt hier vorspringen und sehen, okay, wir fangen sozusagen oben an zu sweepen. By the way, ich muss mein Aufnahmeprogramm kurz checken, dass es jetzt hier auch wieder in Trading View ist, aber das sieht soweit gut aus. Perfekt, okay. So, das heißt, wir kriegen mehrere Sweeps, und sobald wir jetzt hier ein Signal bekommen, unseren Strukturbruch bekommen, dass diese Liquidität, die wir hier gerade sweepen, genutzt wird, würden wir dann jetzt hier definitiv einen Short-Versuch wagen. In dem Fall wäre das dann jetzt hier sozusagen, haben jetzt hier mehrfach nach oben gesweept. Nach 7.55 Uhr, unsere Trading Session hat angefangen, genau, und würden dann jetzt hier Short reingehen. Take Profit packen wir dann ja hier zu dem Liquiditätspunkt. Bis dahin passt das CRV auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt hier gönnt, weil gefällt mir schon wieder nicht, dass er hier oben so kurz vor diesem Liquiditätspunkt gedreht ist. Und ja, genau das holt er sich hier nochmal. Und sweept den Punkt natürlich oben nicht, sondern gibt uns hier directly das nächste Signal. Nämlich das hier. Wir haben jetzt hier den fraktalen Punkt sozusagen gebrochen, wurden oben rausgestreamt, und dann gehen wir natürlich laut, oder so wie es unser Tradingplan besagt, ja direkt wieder rein und legen den Stop hier sozusagen wieder ins Hoch.
Schauen wir aber jetzt hier sozusagen, gönnt. Der Stop kommt natürlich wieder an die gleiche Stelle und dass wir hier auch Ordnung im Chart halten, packen wir das jetzt hier hin. Knappe Kiste. Okay. Das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Ja. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder schauen. Ich weiß nicht, weil das da vorne sieht mir nach einem Liquiditätspunkt aus. Nicht, dass ich jetzt hier wieder Punkte vergesse. Ja, und ich habe wieder zwei vergessen. Über den Tag hinweg muss man natürlich immer mal schauen, dass hier sich natürlich über den Tag hinweg auch solche Fraktalenpunkte, beziehungsweise in unserem Fall, wie wir es nennen, Liquiditätspunkte bilden. Mit unserem, den uns ja unser Fractals-Indikator anzeigt. Das sind ja die zwei Indikatoren, die wir verwenden. Genau, so im Backtesting geht es halt bloß leider manchmal ein bisschen unter, wenn man hier so schnell macht und da nicht immer dran denkt. Das heißt, wir haben nämlich einmal den hier und den hier. Dann können wir nämlich jetzt mal schauen, weil so wie das aussieht, hatten wir hier, wir haben den hier das erste Mal gesweept, das zweite Mal, ja, weißens, hier hätten wir nämlich einen Long Trade gemacht, weil wir machen ja keine zwei Trades in die gleiche Richtung, machen wir nicht. Aber in die entgegengesetzte Richtung ist uns jeweils halt ein Trade zum Hatchen erlaubt, weil halt meist, wenn einer ausgestoppt wird, dann der entgegengesetzte sozusagen aufgeht. Und das wäre ja auch ein schönes CAV gewesen, 1,64, aber ja, ist leider nicht aufgegangen, aber vielleicht haben wir dann zumindest mit dem anderen jetzt hier, oder geht der andere zumindest ein Take Profit, hat auf jeden Fall ein besseres CAV und das sieht jetzt auch ganz danach aus. Ach komm, ist jetzt nicht sein. Ah, wir müssen sowieso. Jetzt schauen, wir haben ja den jetzt hier gesweept und würden jetzt direkt beim, weil wir ja schon hier einen Liquiditätspunkt haben, würden wir direkt wieder hier oben, ist ja das gleiche Beispiel, bloß jetzt halt umgedreht, ganz einfach, wie es in unserem Tradingplan steht, würden wir direkt beim nächsten Strukturbruch, beim nächsten Bruch von dem fraktalen Punkt, wie auch immer ihr es nennen wollt, hier einen Long machen. Sozusagen würden wir dann hier Long reingehen, wären hier auch nicht ausgestoppt worden, ist auf jeden Fall genug Platz da. Und würden den Long dann bis jetzt hier hochplanen. Also hätten wir jetzt sozusagen wieder den Hedge Trade. Ja, komm, aber er dreht doch jetzt nicht hier unten so kurz vor unserem Ziel. Ich meine, gut, dann geht halt der den Take Profit, aber der hätte ein besseres CAV gehabt, aber ne. Ich weiß auch nicht, nochmal gucken, dass ich jetzt hier auch keine anderen Liquiditätspunkte gebildet haben aber nicht, ne? Und wir haben jetzt hier sowieso gleich erstmal, ja, Asia Session. Das heißt, wir gehen auf Stundenbasis, überspringen die natürlich, weil in der Asia Session schlafen die meisten von uns. Springen dann sozusagen wieder auf Dienstag, 6 Uhr, 7 Uhr. Kurz bevor unsere Trading Session beginnt, sozusagen 7.55 Uhr. Und markieren uns hier, halt das machen wir immer grün unten, markieren uns hier sozusagen unsere Liquiditätspunkte, der hier vom letzten Tag ist noch aktiv. Dann haben wir hier zwischendrin sozusagen noch den hier. Wir haben den hier noch. Und wir haben dann jetzt hier sozusagen das High der Asia Session. Dann haben wir auf jeden Fall, was man welche braucht. Das ist ein ganz schönes Getümmel jetzt hier. Auf jeden Fall eine Seitwärtsphase aktuell. Zwei Trades sind noch am Laufen. Das heißt, wir würden jetzt sowieso gerade keinen Trade machen, bis jetzt halt einer von entweder der Short oder der Long, einer von beiden in den TP geht. Okay, und damit geht hier. Ja, hallo, hör darauf. Es läuft hier weiter. Ich drücke nichts und es läuft schon wieder weiter. Was macht der hier? Ach, ich habe hier unten wieder das. Hallo, ich habe doch schon längst auf Pause gedrückt. Was macht der denn? Was macht der? Hallo. Okay. Also er hat anscheinend einfach keine Lust, weil das ist ja. Also er hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, was er hat. Jetzt, okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ja, springen wir halt einfach nochmal ganz kurz bis an die Stelle jetzt hier zurück. So, haben dann hier das hier gesweept und das hier gesweept. Sagen, ist nicht relevant für uns, weil wir halt sowieso gerade jetzt hier erstmal warten müssen, bis der eine ausgestoppt wird. Also es wurde jetzt sozusagen der Short hier ausgestoppt und damit ist aber auch der eine Long jetzt hier sozusagen in den Win gegangen. Das heißt, wir haben 1% Loss gemacht und 2,27 Gewinn, also im Gesamten 1,27% Gewinn jetzt hier aus diesem Hedge mitgenommen.
Und würden jetzt hier natürlich an diesem Punkt auf ein Short-Signal warten. Erstmal wieder auf den zweiten Sweep, weil sich der angehend alles sozusagen zurückgesetzt hat. Haben jetzt hier noch nicht den zweiten Sweep. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall den zweiten Sweep. Und wenn wir jetzt hier, ich gucke gerade, dass ich jetzt hier nichts übersehe, aber nee, hier, das hier war auch kein Bruch. Der zweite, und das heißt, ja, wir müssten dann jetzt hier drunter, nee, halt, warte mal. Wir haben den ersten, ganz schönes Wirrwarr hier. Ne, hier ist nämlich schon der zweite. Das ist der zweite Sweep. Und dann ein Bruch von einem Fraktal im Punkt wäre nämlich der hier, der schon. So, das heißt, wir hätten ja dann hier schon einen Short gemacht. Nochmal gucken, ob sich hier Liquiditätspunkte gebildet haben. Ja, hier unten hat sich nämlich einer gebildet. Der hier. Machen wir hier grün. So. Dann würden wir den Short bis hierhin planen. Sind aber halt eh schon wieder ausgestoppt. Das heißt, beim nächsten Bruch von einem Fraktalpunkt würden wir dann hier wieder Short reingehen. Der wäre dann jetzt hier gekommen. Wären wir hier Short rein. So, dann schauen wir mal. Okay, ne, der gönnt hier nicht. So, mal gucken, dass wir jetzt wieder keinen. Ah, okay, weil hier hat es wieder ein fraktaler Punkt gebildet. So. Das wäre dann der grüne. Dann schauen wir mal, nämlich. Ah, weil dann wäre der Short nämlich gar nicht mehr aktiv, weil er hat hier extrem viel Liquidität aufgebaut, den riesigen Liquiditätspool, wie man das sieht. Hat dann uns hier auch einen fraktalen Punkt geliefert. Und wir haben dann hier oben nochmal gesweept, haben hier das Signal bekommen, Short. Und als er uns aber das Signal gegeben hat, obwohl, nee, er hat uns ja das Signal hier schon gegeben. In dem Sinne, bis zum nächsten Liquiditätspunkt, weil, ah, das ist halt wieder so eine Kackstelle. Also laut System müssten wir das halt nehmen. Und wenn wir bis zum nächsten Liquiditätspunkt, weil der nächste ist halt so weit weg, den zu überspringen, wäre halt in dem Sinne kritisch so. Aber er hat ja dann schon sozusagen hier, jetzt so gut wie, was ich immer wieder mache, das sind ja jetzt mehr, das sind ja wahrscheinlich 99%, die ja hier schon von dieser Liquidität oder schon fast in diesem Liquiditätspunkt hier sozusagen war, fehlt dann nicht mehr viel und hat uns dann das Signal gegeben. Das heißt, der Trade wäre definitiv dann da nicht mehr aktiv, auch wenn wir vielleicht jetzt hier 50% genommen hätten und dann dadurch einen Win genommen hätten, aber den hätte ich dann halt so einfach nicht mehr genommen, weil das mir schon zu weit hier in dieser Liquidität drin gewesen wäre. Auch wie gesagt, wenn wir jetzt hier vielleicht einen Win liegen lassen, so, aber wir hätten dann ja hier sozusagen dann diesen Long-Liquiditätspunkt gesweept und hätten dann hier sozusagen den zweiten Sweep bekommen und würden dann hier sozusagen Long reingehen mit der Kerze, aber hier ist halt wieder genau das gleiche, dass er dann hier, wir wären dann hier Long wahrscheinlich reingegangen, so hier. Da wäre der nächste Liquiditätspunkt der gewesen. Hier hätte unser Stop sein müssen. Das heißt, das CRV hätte nicht gepasst. Wir hätten uns hier irgendwo positioniert und er hätte den Liquiditätspunkt schon abgearbeitet, bevor er uns hier unten abgeholt hätte. Damit wäre halt der Trade dann auch hinfällig gewesen. Das heißt, wir hätten hier weder in die eine noch in die andere Richtung sozusagen einen Trade gehabt. Ja, das ist natürlich dumm. Das heißt, wir können jetzt nur schauen, dass wir jetzt hier die neuen Liquiditätspunkte ist dann einmal sozusagen, ne, den hatten wir ja gerade, das heißt, wir müssen erst wieder auf neue warten. Jetzt hat sich sozusagen hier der neue gebildet, der hier. Den wir jetzt nur bis 21 Uhr nehmen. Das heißt, er muss jetzt entweder den sweepen, dass wir ein neues Signal bekommen, oder den Liquiditätspunkt, den er jetzt sozusagen hier unten gebildet hat. Ein von den beiden. Okay, er geht nach oben. M5. Er sweept sozusagen hier das erste Mal. Jetzt hier das zweite Mal.
Ah, nein, nein, nein. Ich habe wieder auf Weiter gedrückt. Ah. Okay, hat aber keinen Fraktalenpunkt hier gebrochen. Jetzt hat er hier noch einen gebrochen. Ist auch noch in unserer Trading-Zeit. Unsere Trading-Zeit geht ja bis roundabout 21:30. Kurz davor 21:20, 25 so. Das heißt, den würden wir jetzt noch nehmen. Wahrscheinlich hier, ja, bis zu dem Liquiditätspunkt, wenn sich jetzt hier keiner gebildet hat. Aber so wie der hier Liquidität aufgebaut hat, sah mir das schon wieder ganz so aus. Und dann fängt er sowieso Asia-Session an. Das heißt, wir springen jetzt hier weiter. 4, 5, 6, 7. Und sind jetzt hier sozusagen am Mittwoch. Wow, das waren jetzt ja schon wieder einige Trades, ja. So, den noch zurückziehen. Hallo, wenn das jetzt hier noch laden würde. Okay, jetzt hat der H1 hier geladen. So, das heißt, wir hauen die Liquiditätspunkte rein, haben hier das High der Asia-Session. Auch wenn das kein fraktaler Punkt ist, sage ich immer wieder, muss es nicht. Haben hier erstmal das Low der Asia-Session und hier drüber haben wir sogar noch die fraktalen Punkte hier von letzter Woche. So. Und schauen wir mal, was er jetzt hier macht. Geht auf jeden Fall hier drüber, aber liefert uns keinen zweiten Sweep. Ja, jetzt hätte er uns den zweiten Sweep geliefert, hätte dann hier einen Fraktalenpunkt gebrochen und hätte dann schon vorher den Liquiditätspunkt erreicht. Das heißt, hier kein Signal für uns leider. Schauen wir, ob wir jetzt hier einen Long bekommen. Also den zweiten Sweep haben wir schon. Das heißt, nein, 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 nein. Ich bin wieder auf die Taste unten gekommen. Okay. Haben den zweiten Sweep bekommen. Also mal ganz kurz. Hier war der erste. Dann jetzt hier der zweite von dem. Und dann schauen wir jetzt hier ganz einfach. Dass wir jetzt hier einen Long bekommen hätten. Zack. Bis ins High, das sind 2,88%, aber der gönnt hier nicht. Und dann hätten wir aber direkt in Folge das nächste Signal bekommen. Also mal schauen, wäre hier dieses Gap schon drüber gewesen. Ne, das wäre genau drauf gewesen, das wäre nicht drüber. Es wäre dann sozusagen hier. Jetzt hier kurz das Internet weg. Perfekt. Okay, da ist es wieder. Wir werden dann hier wieder long rein, sozusagen bis hier hoch. Ich nehme an, dass sich hier oben auf jeden Fall ein neuer Liquiditätspunkt gebildet hat. Ja. Der hier. Ja, und der wäre dann auf jeden Fall sauber gekommen, hier die 2,15%. Und dann hätten wir jetzt hier sozusagen auf einen Short gewartet. Wir haben ja hier den ersten Sweep, jetzt hier den zweiten. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen Bruch, jetzt hier um genau zu sein, von dem fraktalen Punkt bekommen, würden wir jetzt hier einen Short machen. So, nehme ich an der Stelle hier. Dann jetzt hier wieder ein bisschen slow. Lassen wir den mal laufen hier. Ja, kommt aber leider nicht, denn der holt uns dann hier raus. Können wir bloß nochmal auf 1 schauen, ob wir hier auch keinen Liquiditätspunkt haben, aber hier war keiner. Wir haben ja einen gebildet. Aber ein anderer war jetzt hier auch nicht, ne. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier weiter auf Shortjagd. Jetzt hier schon aber 20.10 Uhr. Ja, und da fängt dann ja die erste Session an, aber wäre jetzt hier
kein Signal mehr bekommen. Das heißt, ja, es waren jetzt hier einige Trades. Also wir hatten jetzt hier Montag, hatten wir die 3 Trades, dann halt Dienstag hier die 2 Losses. Jetzt hier der aktuelle Mittwoch hatten wir den Loss, den 2% Win und den Loss. Das war sozusagen ein Break-Even-Day. Okay, also sieht ganz nach Break-Even aus jetzt hier momentan. Aber ja, schauen wir mal, was jetzt hier sozusagen der Donnerstag noch bringt. Wir springen jetzt hier erstmal wieder bis zu Beginn unserer Trading-Session. 6 Uhr, 7 Uhr. So. Fangen wieder mit dem an, was wir jeden früh machen. Erstmal die Liquiditätspunkte rein. So. Fangen oben an zu sweepen. Jetzt ganz kurz gucken, meine Aufzeichnungen. 18 Minuten. Okay, das sieht aus. Ja, das läuft auf jeden Fall in Trading View perfekt. Also, das wäre jetzt hier der. Wir gehen jetzt hier hoch, haben den zweiten Sweep, haben auch beide Liquiditätspunkte gesweept. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Oh, jetzt will es aber hier auf jeden Fall wissen. Ja, dann hätten jetzt hier, glaube ich, das wäre auf jeden Fall ein Short gewesen, ja, oder? Ja. Das wäre der erste Short gewesen. Aber so wie das hier oben aussieht mit diesem Doppeltop, wird der uns hier zu mehr als 100% ausstoppen. Ich hätte ihn jetzt hier wahrscheinlich sogar noch bis an die Ineffizienz genommen. Mal kurz schauen, ja, weil bis dahin passt das CRV auf jeden Fall. Und so wie das jetzt hier aussieht, stampfen oder rollen wir uns jetzt hier auf jeden Fall long auf. Also waren jetzt hier short, aber haben wir jetzt von hier diesem High das letzte Low gemacht. Ihr wisst ja, wie ich da mal rangehe. Haben jetzt hier dieses High sozusagen gebrochen, über Nacht mehr oder weniger. Und sind dann jetzt hier auf jeden Fall long gestimmt. Und wenn der DAX ja einmal so anfängt zu rushen, wissen wir eigentlich, stellen wir uns nicht dagegen. Aber, beziehungsweise stellen wir uns ja eigentlich ungern gegen den Trend. Aber unser System ist halt so nun einfach mal gebacktestet, ist halt so aufgebaut. Wir haben noch keine Regel gefunden, keine Alternative gefunden, das zu ändern, weil ja, nicht gegen den Trend zu traden ist natürlich immer klugscheißer, immer so geil gesagt, wie das dann immer viele sagen, ja, trade doch einfach nicht gegen den Trend, ja, aber versuch das mal in ein System zu packen, wie definierst du genau den Trend? So, und komischerweise, wenn man sich wirklich genau die Trades anschaut, die wir machen, sind oft sogar die Trades, die wir, oder in den Phasen, wo wir gegen den Trend traden, die profitabelsten, auch wenn das vielleicht nicht direkt so wirkt, weil nur wenn man einen Haufen Losses einsteckt, aber dafür vielleicht extrem krasse CRVs bekommt dann, wenn man mal einen catcht, heißt das ja nicht, dass man dann nicht profitabel in diesen Phasen sein kann. Genau, so, das heißt, wir schauen aber erstmal weiter. Ja, das war jetzt klar, allein so wie er hier unten gesweept hat, sich dann aufgeladen hat, hier oben die Liquidität aufgebaut hat, das sah halt ganz danach aus. Nach dem, was wir halt immer traden, bloß auf einer kleinen Zeitenlänge, das sieht man es ja auch wieder. Catch hier unten die Liquidität, bringt die nach oben in den Gegenliquiditätsbereich, catch die jetzt hier oben und bringt die jetzt sicherlich hier wieder unten unter dieses Tief gleich. Schauen wir das mal kurz, ob wir jetzt hier nochmal ein nächstes Signal bekommen, weil wir hätten jetzt hier rausgesweept, dann wäre das der fraktale Punkt, dann das und dann hätten wir hier oben, weil wir nehmen ja immer natürlich dann den Liquiditätspunkt, der für uns ja am besten gelegen ist. Ganz easy, ganz einfach, so wie es im Tradingplan steht und dann hier den Stop wieder ins High. Hätten wir wieder das gleiche gemacht, wären dann wieder ausgestoppt worden, hätten wir noch einen Loss kassiert. Und hätten dann direkt anschließend hier wieder halt hier noch ein Signal bekommen. Ja, okay, holt er uns ja wieder raus, der kleine Hund. Nee, verschiebt er das hin. So, und dann jetzt hier noch den vierten, das ist ja die einzigste Bremse, die wir ja mehr oder weniger so im System haben, dass wir nach 4 Losses halt erstmal die Bremse ziehen. Dann müssen wir jetzt bloß mal schauen, weil das sieht mir ganz danach aus, ob wir hier einen Liquiditätspunkt haben. Ja. So,
So, und dann hätten wir den Trader natürlich, wenn das CRV passt, auch nur bis dahin geplant. Ja, und dann wäre das hier nochmal 2,3% gewesen. Okay, das heißt, wir würden jetzt hier wieder nach einem Long schauen. Das würde mir natürlich auch extrem oder viel besser gefallen, jetzt hier Long mit in das Ganze reinzugehen. Aber natürlich lässt er uns hier kein Einstieg, kein zweiter Sweep, kein schöner fraktaler Punkt. Schwierig. So, das heißt, jetzt hier beginnt jetzt erstmal wieder Asia Session. Das heißt, der Tag, ja, würden wir mit minus 1% abschließen, ist auf jeden Fall jetzt, ja, nicht gut, aber auch jetzt nicht ultra schlecht. Für uns eigentlich einfach wie fast Break-Even. Dann springen jetzt hier erstmal bis zum Freitag, sozusagen der letzte Tag der Woche, gestern. Wird uns jetzt hier die Liquiditätspunkte rein. Und wir hätten jetzt ja immer das Low. Hätten hier immer das High. Ja, viel mehr ist jetzt hier erstmal in direkter Umgebung nicht. Reicht doch erstmal. Okay, fangen mit dem Low an. Haben jetzt hier auch schon den ersten, den zweiten Sweep. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen Bruch bekommen, würden wir hier auf jeden Fall long reingehen. So, um genau zu sein, da würde das CRV aber halt absolut nicht passen. Das heißt, wenn das CRV nicht passt, nehmen wir entweder den nächsten Liquiditätspunkt, je nachdem, was besser passt, oder halt die 50% von der Bewegung, die halt hier die Struktur gebrochen hat. Und das wäre dann halt jetzt hier roundabout an der Stelle. Da wären das 1,14%. Schauen wir mal, ob er uns hier überhaupt abholt vorher noch. Oh. Okay, das ging schnell. Abgeholt und ausgestoppt. Ja, auch sowas gehört dazu. Aber kriegen wir hier unten direkt das nächste Signal. Wir sind ja jetzt halt voll longerisch. Am liebsten würde ich halt hier auch einen Liquiditätspunkt überspringen, aber hier ist halt nichts drüber. Wir können höchstens jetzt nochmal schauen, ob wir hier in näherer Umgebung entweder vorne Ineffizienz, Liquidität aufbauen, aber nee, die Ineffizienz haben wir geschlossen, da auch reagiert. Das heißt, der nächste Liquiditätspunkt hier auf der linken Seite wäre erst hier oben und das wäre ja natürlich viel zu weit. Daher, ja, würde ich jetzt natürlich das mal so hier lassen. Aber ja, er gönnt den ja eh nicht. Schade auf jeden Fall. Das heißt, ja, okay, er gibt uns hier direkt den nächsten Entry. An der Stelle würden dann hier, ist hier long, wir müssen ja bloß nochmal Ordnung halten, weil den hätten wir natürlich, den ja nur bis dahin. So, das wären dann 2,46%. Ja komm, jetzt kann er uns ja aber langsam mal wieder was gönnen. Ui, okay, das ging schnell. Hier mit den News am Freitag. Ja, die News sind ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Wir nehmen sie ins Backtesting mit rein, weil wir haben das ja vor langer Zeit mal gebacktestet und haben gesehen, dass wir halt so oft auf der Seite der News sind, also wirklich in der Mehrheit der Fällen, beziehungsweise nicht unbedingt in der Mehrheit der Fällen, du musst ja nicht unbedingt in der Mehrheit der Fällen drin sein, sondern es muss ja mit der Trefferquote im Verhältnis zum CAV stimmen und das ist halt auf jeden Fall da, dass der Erwartungswert auf jeden Fall stark positiv überwiegt und daher, okay, wir nehmen die mit rein, aber das, wie gesagt, ist keine Pflicht, muss jeder für sich selber wissen, halt, wenn man die News nicht mit reinnimmt, dass das System dann natürlich ein bisschen besser abschneidet, als es eigentlich könnte. So, aber ist natürlich verständlich, wenn man sagt, ja, man will keine News traden. So. Vor allem am Freitag, wenn wir da sehr häufig wichtige 3-Sterne-News haben. Jetzt ist hier wieder das erstmal kurz das Internet weg. So, jetzt ist das Internet tatsächlich hier kurz wieder da, mal sehen. So, wir haben jetzt den gesweept, der ist in den TP auf jeden Fall, das heißt, wir schauen jetzt hier nach Shorts, vielleicht holen wir jetzt sogar den hier oben noch. Jetzt drehen wir kurz vorher, okay. Aber auf jeden Fall, wir haben ja hier den ersten sweep, den zweiten, das heißt, wir hätten jetzt hier an dem fraktalen Punkt noch den
zweiten. Zack. Würden den jetzt hier natürlich ein bisschen slow nehmen, da ist der nächste fraktale Punkt, das sieht man jetzt hier. Wir können jetzt einzeichnen für Leute, die es vielleicht noch nicht so mit dem bloßen Auge sehen, aber hier unten haben wir auf jeden Fall einen. So. Und dann, jetzt ist erst wieder das Internet weg, perfekt. Ja, würden wir den, wie gesagt, hier ein bisschen runternehmen, jetzt habe ich verschoben so. Und von der Zeit her wäre das jetzt Freitag gut 15 Uhr. Das hätten wir auf jeden Fall noch gemacht. Das wäre jetzt nicht zu spät gewesen. Jetzt mal schauen, ob der jetzt kommt. Oder wie der jetzt läuft. Weil jetzt ist es hier schon, na gut, 16 Uhr. Ich schaue dann schon so um 18 Uhr rum, dass ich den Trade halt schließe. Wir haben da halt leider noch keine feste Regel. Aber ich schaue immer, wie ich das, oder ich weiß nicht, schon so in etwa eine Regel, dass ja so um 18 Uhr, wenn dann ein klares Gegensignal kommt, dass wir klar ein High Brech bzw. einen fraktalen Punkt oder halt dann komplett das Momentum raus ist und sich der Trade halt jetzt so gegen uns hier nach oben bewegen würde, so wie er es gerade hier nach unten macht, wenn rausgehen, so würde jetzt hier eine mega Kerze nach oben kommen und jetzt hier die fraktalen Punkte brechen, würde ich das Ding halt schließen. Aber solange er sich halt hier so mehr oder weniger langsam in unseren TP gammelt, ja, kann man das ja auch vom Handy aus managen, muss er jetzt hier nichts groß machen. So. Jetzt hier, ja, jetzt ist zum Beispiel so ein Szenario, hier würde ich jetzt wahrscheinlich hier um 18.55 Uhr den Trade schließen. Er hat jetzt hier, es ist schön unsere Richtung bewegt, jetzt hier dieses High gebrochen mit Schwung, das Ding hier gebrochen. Das heißt, hier würde ich den zumachen und das wären dann, jetzt hier genau nimmt, sozusagen 1,17% circa nochmal. Würde dann hier sozusagen die Handelswoche beenden. Also es waren jetzt einige Trades, sehr so schwachsen. Ich habe auch keine, ich kann gerade null einschätzen, wo wir stehen. Dafür waren es jetzt zu viele Trades, ich habe nicht mitgezählt. Aber ich würde das jetzt hier einfach alles in unsere Tabelle reinballern. Und dann schauen wir uns gleich an, wo wir sozusagen stehen. So, ich habe die ganzen Trades jetzt dokumentiert. Ihr könnt es ja auch nochmal alle sehen. Und jetzt sozusagen hier alle bei uns in der Tabelle drin. Ah, ich habe jetzt hier schon wieder vergessen, die Trade-Nummer noch reinzuhauen. Aber das ist ja kein Thema, das können wir ja schnell noch machen. Sagen jetzt hier wieder an die ja fast 17 Trades die Woche, also wieder sehr, sehr viele. Und jetzt hier ein Gesamtwochenergebnis jetzt ja von dem leichten Loss, also sehr im Gegensatz zu dem, was wir sonst gewinnen und sonst Loss machen, also auch eigentlich ja fast Break-Even, kann man sagen. Ich meine auch nach den letzten starken Wochen, ich meine letzte Woche 15%, die Woche davor fast 5%, die Woche davor fast 4%, die Woche zuvor ja leicht im Plus 1%, aber selbst das mit dem 100k-Kone sind trotzdem 1300 Euro. Die Woche zuvor, wir haben uns jetzt hier gesteigert, auch plus, also jetzt sozusagen seit 1, 2, 3, 4, 5, seit 5 Wochen mal wieder hier eine kleine Losswoche. Also ich glaube, das können wir dem DAX gerade so verzeihen. Und ich meine, wenn wir jetzt hier auch das mal updaten, kommt jetzt hier sozusagen eine negative Woche dazu. Ja, ich meine 34 positive Wochen dieses Jahr zu 10 negativen Wochen, also es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Das ist auch das perfekte Beispiel, dass man halt das nichts anhand von einem einzigsten Trader sonst was bewerten kann. Wenn man sich halt unsere Trefferquote anschaut, ja, ist die jetzt aktuell bei ja, fast 38%. So schwankt der immer so um 40%. Wir sind mal drüber, mal ein bisschen drunter. Je nachdem, was für eine Phase wir gerade sind. Aber wenn man sich mal sozusagen das Verhältnis, also die Trefferquote anguckt, was wir an positiven Wochen haben, überwiegt die halt stark. So, das heißt halt, wenn man halt, ist das der Unterschied zu dem, wenn man halt alles nur an einzelnen paar Trades bewertet und wenn man halt Dinge in der Gesamtheit bewertet, weil dann stehen wir 34 zu 10. So, das ist ja hier fast dann rumgedreht. Daher, ja, um euch dahingehend einfach mal das Bewusstsein zu geben, ich meine, wir stehen jetzt trotzdem profit-technisch aktuell bei 628%. Dazu kann man halt nichts sagen. Jetzt die Woche der Montag mit minus 2%, der Dienstag 0,73%, der Mittwoch Break-Even, der Donnerstag leichte Minus und den Freitag jetzt hier sogar nochmal mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Und ich meine, bei den ganzen Lost Trades ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man vielleicht über die Woche hinweg mal ein, zwei Lost Trades verpasst hat und dadurch vielleicht sogar nochmal ein klein bisschen besseres Ergebnis hat. Falls ihr euch immer fragt, wie viele auf Instagram, die es ja teilnehmen mit unserem Haptic Trading System, wenn die teilweise ein besseres Ergebnis haben als wir hier im Backtesting haben, was ja bei den meisten oft vorkommt, ist halt einfach, dass sie ja hier und da mal einen Trade verpasst haben, einen Lost Trade mal, ist das vielleicht auch ein Win-Trade, wenn man da angehend Pech hat, kann man halt nichts machen dagegen, das gehört halt einfach dazu. Man kann halt einfach nicht jeden Trade mitnehmen.
Genau, aber viel mehr gibt es jetzt hier eigentlich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen dazu sind, wir haben ja unseren Telegram-Fragen-Account jetzt seit ein paar Wochen eingerichtet. Den blenden wir ja immer mal wieder hier unten im Bildschirmrand ein. Ansonsten findet ihr den Namen auch unten in der Beschreibung. Ansonsten halt einfach in Telegram gehen, in diese Suchleiste Haptic-Trading suchen und da uns gerne einfach erstmal eine Nachricht schreiben, dass ihr uns als Kontakt habt. Das ist sozusagen, wie gesagt, unser Community-Telegram-Account. Wie gesagt, könnt ihr uns alle Fragen, euch mit Herausforderungen, Problemen, mit allem Möglichen hinwenden. Wir helfen euch da sehr, sehr gerne weiter. Wir haben es ja früher über Instagram gemacht, bloß da sind ja so viele Nachrichten untergegangen und auch immer in diesem Anfragenordner gelandet, wo wir die teilweise über Wochen hinweg gar nicht gesehen haben. Genau, daher da jetzt dieser Telegram-Account. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, um die nächsten Sessions, die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten hören wir uns dann spätestens im nächsten Video.